Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Cacherreisen. Im heutigen Video möchte ich euch wieder eine Geocaching-Kategorie vorstellen, und zwar eine sehr, sehr seltene. Es gibt nämlich nur noch genau zwei Caches davon auf der Welt. Der ein oder andere wird sie schon erraten haben. Es handelt sich um die sogenannten Project Ape Caches. Was es damit auf sich hat und wie man zu so einem kommt, das zeigt euch das heutige Video. Viel Spaß beim Anschauen. Heute sind wir hier bei einem der letzten beiden Project Ape Caches, und zwar dem Geocache Mission 9 Tunnel of Light. Die Ape Caches wurden 2001 versteckt im Rahmen einer Kooperation von Geocaching und Fox, als der letzte, oder die Planet der Affen Verfilmung 2001 rauskam, so als Promotion-Aktion. 14 Ape Caches wurden versteckt, von den 14 sind im Laufe der Jahre immer mehr verschwunden. Auch dieser hier wäre eigentlich verschwunden, es gab nur noch einen einzigen. Der wurde hier aber wiedergefunden und im August 2017 neu veröffentlicht, also reaktiviert sozusagen. Der heißt Tunnel of Light, weil man durch diesen Tunnel geht. Der scheint endlos lang. Der ist sehr, sehr dunkel, ist ein alter Eisenbahntunnel. Ich glaube, das sind 2 Meilen, die man da durchgeht. Taschenlampe definitiv notwendig. Macht echt viel Spaß. Wir werden es gleich sehen. Wir haben ein paar Klickendichter dabei. Jetzt schauen wir mal in den Tunnel rein. Es wird dunkel. Dunkel, dunkel. Aber ist schon sehr cool hier. Man muss ein bisschen aufpassen. Manchmal kommt Fahrradfahrer entgegen. Aber ist schon ein Erlebnis, hier durchzugehen. So. Da hinten sieht man einen Kescher mit Lampen. Und da auch. Okay. Nächste Aufnahme dann vom Cache. So, die letzten Meter zum Ape Cache. Man kann die Gruppe schon sehen. Das finden wird nicht das Problem sein. Wie gesagt, dieser Ape Cache war verschwunden. Ich glaube, 2013 ist er verschwunden. Oder 2014, bin mir nicht ganz sicher. Und in diesem Jahr, im Jahr 2017, im August, wurde er nach vielen Diskussionen wieder neu veröffentlicht. Es gibt jetzt also wiederum 2 Ape Caches. Ein besonderes Icon im Profil, was nicht viele haben. Und ganz, also noch viel weniger Geocache haben dieses Icon gleich 2-mal. Ganz toll, da ist ja auch eine Schiene noch. Das finde ich ja cool. So, jetzt habt ihr schon mal einen der beiden Ape Caches gesehen, zumindest im Video. Wenn ihr den auch mal in echt erleben wollt, dann kann ich euch unsere USA- und Kanada-Reise ans Herz legen. Die machen wir 2019 wieder. Aktuell gibt es noch ein paar wenige freie Plätze, und ich packe mal den Buchungslink in die Beschreibung vom Video. Dann könnt ihr daran teilnehmen und mit einer ganzen Reihe von Gleichgesinnten nach diesem und vielen anderen seltenen Caches suchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt zu Ape Caches, zu anderen Cache-Kategorien und zum Geocachen allgemein, dann schreibt uns gerne hin oder lasst uns einen Kommentar. Wir freuen uns darüber und antworten auf jeden Fall. Habt einen schönen Tag, bis bald im Wald.